wieder finanzieren kann, dann ist das ein großes Stück Unabhängigkeit. Das wird man sehen müssen. Das hängt davon ab, ob die Wirtschaft des Landes sich jetzt, wo das Land sich wieder selbst finanzieren kann, so erholt, dass die Schuldenfähigkeit, die Tragfähigkeit der Schulden erreicht wird. Irgendwann wird man noch einmal über einen Schuldenschnitt oder einen Schuldenerlass reden müssen. Ich will drei Dinge für mich benennen. Wir haben viel zu lange, das war einer der Gründe, warum ich unmittelbar nach Tsipras Amtsantritt nach Athen geflogen bin, immer nur über die Griechen geredet und viel zu wenig mit den Griechen geredet. Zweitens, ich glaube, dass wir daraus lernen müssen, dass die Vorurteile, die gegen eine linke Regierung, diese linke Regierung hat gezeigt, dass sie eine sehr zuverlässige und seriöse Politik betreibt. Und Tsipras, das muss man ja auch mal sehen, hat viel opfern müssen, auch viel Konzessionen gemacht in sich seiner eigenen Überzeugung. Es gab Zyniker in diesem Lande, wie Herr Varoufakis zum Beispiel, der auf die Welt gekommen ist und schon Recht hatte, glaube ich, in dem Moment, als er geboren worden ist, hatte der schon Recht. Und der dritte Punkt ist der, es ist ganz vieles meiner Meinung nach gegen das griechische Volk gemacht worden. Ich glaube, dass die Griechen zu Opfern bereit waren. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass in einem Land, wo ein Drittel der Bevölkerung aus der medizinischen Versorgung herauszufallen drohte, über die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Medikamente diskutiert wurde. Das waren Punkte, wo ich gedacht habe, nee, so kann man ein Volk nicht auf seine Seite ziehen, so kann man auch eine Wirtschaft nicht sanieren. Νομίζω ότι είπε πολλά. Κάθε σημείο από αυτά που ακούσαμε, δεν ξέρω αν οι κύριοι συμφωνούν, είναι από μόνο του μία δήλωση άξια προς συζήτηση. Θα ήθελα όμως, με βάση όσα συζητούσαμε ακριβώς